Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einem neuen PlayStation 4 Video. Nicht wundern, in den nächsten Tagen kommt noch ein Video. Aber das ist mir etwas zu lang geworden nach dem direkten Update. Oder ich habe das komplette Update der PS4 aufgenommen mit allen Features zeigen, was ich jetzt so gefunden habe auf der Schnelle. Das ist mir aber zu lang und das brauche ich zu lange, um hochzuladen. Deswegen mache ich jetzt dieses Video, was noch was kürzer sein wird. Und es wird noch zu SharePlay direkt ein Video kommen. Hier werde ich jetzt nur auf die wichtigsten Punkte eingehen, die wir jetzt hier zur Verfügung haben und die neu dazugekommen sind. Und wenn da dann halt alles, da YouTube-App ist auch schon installiert, wenn ihr dann alles sehen wollt, wie ich installiert habe und wie ich die ersten die ersten Features gefunden habe und wie mein erster Eindruck da war, dann müsst ihr halt warten, da kommt halt morgen oder übermorgen, je nachdem, wie lange das braucht zum Hochladen. Ich muss das auch noch bearbeiten, das andere Video. Aber das wird definitiv zu lange dauern und ich habe euch ja versprochen, dass ich schnellstmöglich nachreichen werde. Also deswegen habe ich jetzt das Video noch gemacht. Oh. Das ist neu. Das sehe ich jetzt erst. Also ich gehe jetzt das Wichtigste mit euch durch. Hier 4 Übertragungen, das ist neu. Da können wir jetzt zum Beispiel sehen, wer von meinen Freunden hier Destiny gerade überträgt oder irgendwas anderes. Peter soll da hoch, angeblich hier streamen. Okay, das ist jedenfalls neu, dass hier auch Videos angezeigt werden. Da kommen wir später noch dazu. Dann haben wir hier diese YouTube-App. Die werden wir auch mal kurz starten, dass wir uns da mal angucken können, wie die jetzt aufgebaut ist. Da bin ich nämlich auch selber gespannt. Die habe ich im Video davor natürlich nicht runtergeladen und nicht angezeigt. Schließen. Gronkh. Na, das war klar, dass Gronkh natürlich gleich ans oben ist. Das ist so klar. Pizmeat. Bushido, Sarasa, das ist so klar. Aber nicht wirklich was geändert im Gegensatz zur alten Version. Na gut, hier, das ist jetzt was größer. Können wir uns jetzt hier auch anmelden eigentlich? Ich habe mich schon bei YouTube angemeldet bei dem Streaming. Das kommen wir gleich dazu. Jetzt mal gucken, ob der darauf auch zugreifen kann. Annehmen. Natürlich nicht. Also muss ich mich hier separat anmelden. Super. So, das werde ich jetzt hier erstmal wegschneiden. So. Wie ihr seht, ich bin jetzt angemeldet. Ich habe das mit Absicht weggeschnitten, weil mit dem Überblenden und so, das war mir nichts. Und ja, ich sehe jetzt hier praktisch meine Kanäle. Das ist mein Hauptkonto, mein privates halt sozusagen. Dann hier meinen alten Kanal, wo ich Administrator bin. Das ist dann zwar ein anderes YouTube-Konto, aber da bin ich Administrator. Deswegen wird das hier mit aufgeführt, dann Odins Tests. Dann ist Odins Kinderecke, Odins Zocker und das ist eine Google Plus Seite, die ich gemacht hatte, um Odins Tests mal zu testen. Ja, mit Freizeichen. Das ist kein separater Kanal, den gibt es auch nicht bei YouTube. War mal so eine Spielerei, wollte ich... Oh, das war so klar, dass da ein Fehler auftaucht. Oh, jedes Mal, immer wenn ich aufnehme, vorhin auch, jedes Mal, wenn ich aufnehme, kommt da ein Fehler. Und, nee, ist einfach nur nervig, ey. Ich wette, wenn ich jetzt das Aufnahmeprogramm stoppe und mich da anmelde, dann habe ich keinen Fehler. Könnte ich wetten.
So, ich gebe es jetzt auf. Ich habe jetzt fünfmal versucht, mich da anzumelden mit meinem YouTube-Account. Ich gebe es jetzt gerade auf. Immer Probleme mit der Verbindung. Das geht mir gerade tierisch auf den Pisser. So, was noch neu ist, ihr seht ja vielleicht meinen Hintergrund. Da kommen wir nachher zu. Da gibt es jetzt verschiedene. Ich will jetzt erstmal unten alles abgrasen. Hier seht ihr zum Beispiel, habe ich pausiert. Das können wir... Ach, nicht Store. Bin ich bescheuert, ey. Das können wir hier sehen. Unter Downloads, da habe ich den jetzt pausiert. Wenn man jetzt X drückt, geht er weiter. Nochmal X pausiert. Wir können den jetzt natürlich weiterlaufen lassen. Ich habe es ja euch gezeigt. So, dann, wie ihr seht, ich habe ja hier ganz schön viel drinne. Das können wir leider nicht in Ordner machen, was alle gehofft haben. Wir können es aber hier unter Einstellungen, System, Anzahl der Inhaltsobjekte im Home-Bildschirm begrenzen. So, wenn wir das anhaben, so, dann sind hier nur 15 Objekte drinne und alle anderen werden ausgeblendet. Ist ein bisschen assi, aber ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Ey, jetzt hängen sie da, dass man Ordner machen kann und dann kommt es doch nicht. Ist ein bisschen assi. Aber naja, dann haben wir die Bibliothek ist noch neu. Die will ich euch noch zeigen. Da haben wir jetzt an der Seite hier TV und Video, Anwendungen, Spiele und alles. Und hier oben haben wir auch noch A bis Z. Jetzt kann man hier praktisch ausblenden und einblenden und so. Finde ich, sieht besser aufgeräumt aus. Also lässt sich auch besser die Bibliothek, wenn man die PlayStation neu gemacht hat, schneller durchsuchen, wenn man jetzt nur Spiele, nur Anwendungen installieren will oder was weiß ich. Macht sich definitiv besser, dann haben wir so, Live von PlayStation ist auch neu. Da hat sich gleich einiges getan. Wie ihr seht, oben jetzt Live und Archiv mit L1 und R1 können wir da immer hin und her wechseln. Wir sind nicht auf Live angewiesen, wir können auch im Archiv gucken. Dann können wir hier sortieren nach Twitter, nach Ustream, Spiele, alle Spotlights. So, wenn wir jetzt live gucken, so Spotlights, da müsste mir jetzt rein theoretisch meine Freunde anzeigen, die Destiny gerade streamen. Ja, da wird mir schon einer angezeigt, der Mike. Die sind nämlich gerade im Dämmerungsstrike. So, da könnt ihr das jetzt praktisch sehen. Ach, Mike hat seine Kamera auch integriert, die ist unten drinne. Oder ne, sein Bild ist das, keine Ahnung. Jetzt sein Foto? Oder die Kamera? Keine Ahnung. Jedenfalls ist er unten zu sehen. Ja, ich habe halt nicht die beste Leitung. Oh, das ist auch neu, das wusste ich nicht. Jetzt wird es unten rechts angezeigt. Kann man jederzeit wieder zurück. Auch nicht schlecht. Dann haben wir, wenn wir jetzt hier Stream-Taste drücken, hier hinten haben wir jetzt dazu bekommen SharePlay. Da können wir jetzt sagen, so. Dazu SharePlay werde ich nochmal ein separates Video machen. Das kommt, wo es denn nur um die zwei Funktionen von SharePlay geht, wo man halt miteinander spielen kann oder jemanden den Controller übertragen kann. Deswegen, ich werde es euch hier nur zeigen. So, das ist jedenfalls hier. Wie gesagt, zu SharePlay wird ein einzelnes Video kommen. So, dann haben wir ja Anwendungen. Nee, nicht Anwendung aktivieren. So. Share-Einstellungen. Mit anderen verknüpfen. Also wir haben ja schon Facebook, Twitter und Twitch und Ustream und jetzt haben wir halt hier auch YouTube bekommen. Wir können jetzt sozusagen, wenn wir live streamen wollen, auf YouTube streamen. Also wir sind jetzt nicht mehr auf Ustream und Twitch begrenzt. Nein, wir können jetzt auch zu YouTube streamen. Dann haben wir neu bekommen. Designs. Das ist das Standarddesign, dieses hellblaue. Ich finde dieses dunkelblaue aber ein Stück cooler. Es sind noch keine Designs im PlayStation Store verfügbar.
Die werden dann, denke ich mal, morgen mit dem PlayStation Store Update kommen. Oder in der Nacht, ich weiß es nicht. Ich werde gleich nochmal nachgucken, ob jetzt was passiert ist. So, das sind so die Designs. Ich habe aber dieses dunkelblaue aktiviert. Finde ich so ein Stück weit cooler. Dann haben wir bei Geräte was neu dazu bekommen. So, einmal die Bluetooth-Geräte sind jetzt hier oben. Dann haben wir Maus und PlayStation Kamera. Das hat sich hier alles so ein bisschen alles verschoben nach Geräte. Da müsst ihr mal ein langes Video gucken. Da seht ihr die direkten Nachrichten. So, jetzt können wir hier gucken. Ich finde dieses dunkelblaue Thema auch cool, weil diese Linien, gelb, grün und blau und so und oben der Balken da etwas besser hervorgehoben sind und leuchten und man da besser einen Unterschied sieht als bei diesem hellblauen. So, was haben wir denn noch neu gekriegt? Da war doch noch irgendwas. Ach so, genau. Hier seht ihr zum Beispiel, bei mir sind 45 Leute online und da habe ich jetzt einen blauen Punkt für die Leute, die online sind und das ist jetzt weiter oben. Auch wenn ich jetzt eine Nachricht bekomme, wie ihr, werde ich gleich zeigen, die Nachrichtenfeld und so, das hat sich alles etwas verlagert. Das ist jetzt alles weiter nach unten gerutscht und dieser PlayStation-Knopf ist mit integriert worden. Die Party hat sich komplett geändert, die sieht jetzt etwas anders aus, da kommen wir auch gleich dazu. Ich zeige euch jetzt noch, was dazu gekommen ist. PlayStation. PlayStation. Alle Befehle. So, jetzt sehen wir alle Befehle. Wir können jetzt zum PlayStation. Alle Befehle. PlayStation Store starten. Endlich ist es soweit. Wir kommen so ja ins Store. Zurück. Homebildschirm. Alle Befehle. Alle Befehle. Trophäen starten. Alle Befehle. Trophäen starten. Trophäen starten. Oh, mein Kater macht hier gerade Lärm. Und wir kommen jetzt auch zu den Trophäen endlich hin. Das finde ich schon mal sehr gut, dass endlich auch hier oben alles eigentlich erreichbar ist. PlayStation. PlayStation. Nachrichten. Nachrichten. PlayStation. Jetzt seht ihr auch unten überall, was man da sagen soll. Nachrichten starten. So, wir kommen zu Nachrichten hin. Das finde ich endlich gut. Endlich kann man mit diesen Scheiß-Sprachbefehlen auch mal was machen und durchs komplette PlayStation-Menü zappen. PlayStation. PlayStation Store starten. GTA 5. GTA 5. Runter, runter. Nee, das geht noch nicht. Ja, das wird vielleicht dann irgendwann doch mal kommen. So, wir haben drei Neuigkeiten. Wir sehen hier, ich habe das installiert, habe das installiert und ich habe eine Einladung bekommen. So, jetzt kommen wir mal zur Party, was sich an der Party geändert hat. Wartet mal, ich muss dazu mal schnell in der WhatsApp-Gruppe eine Nachricht schreiben. Peter, lade mich mal bitte noch mal ein. Kann ich euch das nämlich mal zeigen, wie ich das meine, dass sich das geändert hat mit dem PlayStation-Knopf. Ja, ist echt schade. Ich habe hier auch geguckt, wie man hier irgendwie was ordnermäßig erstellen kann. Hier ist aber nichts da. Anwendung schließen, Geräte, das ist alles gleich, Ruhemodus.
Jetzt ist neu gekommen, wenn man in Ruhemodus und in wenn man die PlayStation ausschaltet, wo vorher das Bild einfach nur schwarz geworden ist, ist jetzt ein Hintergrundbild zu sehen. Also das ist so blau, wie die PlayStation ist, also wie der Hintergrund ist. Und dann ist die PlayStation gezeichnet, also in Umrissen darauf. Und dann jeweils in der Mitte von der PlayStation, wo auch die LED ist, entweder ein gelber Strich oder ein weißer Strich, um zu zeigen, sie geht in Bereitschaft oder sie geht aus. Finde ich einen süßen, netten Gimmick. So, jetzt können wir mal in Party gehen. Kann ich das euch nachher mit Slay zeigen? So. Die sind hier alle am Destiny zocken, wie die Bescheuerten. Das war so klar. Und wie weit seid ihr? Ja, Ja, geschafft wir jetzt. wären schon fertig normal. Man uns das scheiß Update aus dem Spiel rausgeschmissen. Würde ich jetzt haha sagen, aber mach es nicht. Ah, nee, jetzt mal ohne Scheiß. Das ist der Wex, hallo? Das ist okay, der Moon Strike, das ist ein Witz. Ja, ich muss den nachher ohne Achtung, machen. Maike weg. Du kannst mir gleich nochmal eine Maike weg, weg, Einladung. weg, weg. Ah, shit. Ja. Du kannst mir gleich nochmal Wo eine ist er Einladung zurück? schicken. Dann dreht mal bei. Ja, ich bin ja schon. Nee, ich meine hier für Party. Schick mir mal bitte eine Einladung. Ich nehme gerade auf, ich möchte das mal zeigen. So, ja, wieso muss ich schon die Einladung schicken? Ja, ich will da Ich was soll der zeigen. Party Schick mir. kommen. Ja, ich möchte einfach nur nochmal, dass ihr mir eine Einladung schickt. Bitte. Ich gehe Ich jetzt wollte raus. keine schicken und du. Ja, Ja, okay, ich dann gehe gehen wir jetzt schnell raus und dann raus. schick mir. Genau. So, jetzt kann ich euch das zeigen, wie ich das meine. Ich geh mal hier runter, geh mal hier zum Beispiel oder gehe ganz in die Bibliothek rein. So, jetzt warten wir, bis der Peter uns eine Einladung schickt. Dann kann ich euch das zeigen, wie ich das meine. Das geht auch nicht nur mit Einladung. Da seht ihr, da leuchtet der PlayStation-Knopf auf. Ich drücke einfach drauf und bin direkt dort. Ich sehe jetzt rechts, die Party ist von Peter. In dieser Party ist der Mike und der Peter drinne. Ich könnte jetzt, jetzt steht hier beitreten, Anzahl an Spieler steht da, 2 von 8, Ablaufzeit steht da und jetzt drücke ich halt beitreten und ich komme direkt rein in die Party. Da seht ihr sie, da waren wir ja eben schon und bei Daniel. der, ja, wartet kurz, Augenblick und wie ihr seht, die Party hat sich komplett geändert, also jetzt haben wir nicht mehr rechts, links diese kleinen Symbole. Wir haben rechts schön übersichtlich das SharePlay-Symbol, Einladungen, also dass wir einladen können. Wir haben Party-Einstellungen, da können wir draufklicken und haben hier diese verschiedenen Party-Einstellungen. Priorität habe ich jetzt Party und ja, das kann man dann sich so einstellen, wie man will. Wir haben auch noch andere Partys. Wenn wir da drauf drücken, kommen wir dann zu anderen Partys. Dann sehen wir die. Wir können Kreis drücken und kommen wieder zurück. Und hier unten haben wir Party verlassen. Ist jetzt alles etwas klarer und besser strukturiert, meiner Meinung nach. Und ich würde sagen, damit würde ich das Video jetzt hier erstmal beenden. Das soll ein kurz, knappes Video sein über die ersten Funktionen, Hallo die jetzt Jeremias. mit da, die mit dazu gekommen sind. Und ja, mit dem Mike werde ich nachher noch SharePlay euch demonstrieren in einem separaten Video. Bis dahin verabschiede ich mich. Ahoi, sagt euer Odin.